Mein Name ist Paul Hager. Ich bin ein PhD-Student in Daniel Rückerts Gruppe. Ich habe Bioinformatik studiert und mache jetzt aber KI in der Medizin. Mein Name ist Friederike Jungmann. Ich bin Assistenzärztin im Institut für Radiologie im Klinikum rechts der Isar hier in München und forsche zugleich auch am Lehrstuhl beim Professor Rückert zu KI in der Medizin. Unsere Arbeit hat sich jetzt darauf basiert, auf den zuletzt erfolgten Erfolg von oder erzielten Erfolg von KI-Modellen, besonders Modelle wie ChatGPT oder Gemini, was jetzt sehr große mediale Interesse erweckt haben über die letzten paar Monate. Man hat jetzt mehrfach gehört, die Modelle sind inzwischen so gut, dass sie die Medizinertests in verschiedensten Ländern mit Bravour bestehen. Was natürlich die Fragen aufwirft, inwiefern kann man diese Modelle in die Klinik integrieren? Wie können sie den Ärzten helfen? Können sie die Ärzte vielleicht sogar ersetzen? Wie funktioniert es einfach, dass sie die Patientenversorgung verbessern? Deswegen haben wir dann mit einer Datenbank aus USA, aus echten Patientendaten gearbeitet, von der Beth Deaconess Hospital in Boston, Massachusetts. Das sind alles echte Patientendaten und um es möglichst realistisch zu kreieren, haben wir lauter Patienten genommen, die sich mit Bauchschmerzen vorgestellt haben. Also ein und das gleiche Symptom am Anfang. Und haben dann quasi das Szenario durchgespielt, was muss der Arzt in der Notaufnahme machen, um zu diagnostizieren, worunter der Patient leidet. Da haben wir dann Patientenfälle von Appendizitis, Pankreatitis, Cholezystitis, Divertikulitis zusammengeschnitten und filtriert und quasi einen Datensatz, einen kurierten Datensatz gebaut mit allen benötigten Informationen für eine Diagnose. Und das habe ich dann in ein Evaluierungsframework quasi reingebaut, was dann genau das dann testet bei die KI-Modelle, wo sie dann einen Patientenfall bekommen, diesen Patientenfall lösen müssen, indem sie Fragen nach physikalischen Untersuchungsdaten, indem sie nach spezifischen Labordaten suchen, indem sie nach spezifischen Bildgebungsdaten fragen. Wir geben sie genau die Daten, die sie gefragt haben, nicht mehr, nicht weniger. Und dann darf das KI-Modell weiterdenken und sich überlegen, was für weitere Daten will es, um zu einer Diagnose und zu einer Behandlungstherapie zu kommen. Wir haben dann die Modelle natürlich nicht einfach nur so getestet, sondern wir haben es verglichen gegen klinisch praktizierende Ärzte, wie die sich auf den Daten schlagen, auch um natürlich zu evaluieren, dass unsere Daten tatsächlich ausreichend sind, um eine Diagnose bei den Patienten zu stellen. Und da haben wir eben gesehen, dass die Modelle wirklich signifikant schlechter waren, die richtige Diagnose zu erkennen als die Ärzte. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die Reihenfolge, in denen die Modelle die Daten bekommen, wirklich große Einflüsse auf ihre diagnostische Performance liefern kann. Und das, obwohl sie eigentlich die gleichen Informationen am Ende bekommen haben. Also es war nur die Reihenfolge geändert. Oder auch, dass ganz kleine Änderungen einfach in der Frage, die man dem Modell gestellt hat, auch schon ganz großen Einfluss hatte. Aber alles war immer krankheitsabhängig. Also man konnte nicht generell sagen, für alle Modelle, für alle Krankheiten ist genau dieses Vorgehen am besten, sondern es war immer anders. Und das ist ja ein wahnsinniges Hindernis dafür, diese Modelle auch wirklich im klinischen Alltag einzusetzen, wenn ich anders mit dem Modell interagieren muss, je nachdem, was für eine Krankheit der Patient hat. Weil dann können sie mir zumindest nicht dabei helfen, die Diagnose zu stellen. Dafür muss ich das alles schon gemacht haben und sie können höchstens das nochmal fact-checken. Wobei ich auch dann das Modell ja sehr beeinflusse dadurch, dass ich genau es eh schon in der Reihenfolge oder mit den spezifischen Fragen quasi voreinnehme, was ich eigentlich eh vermute bei dem Patienten. Und dadurch ist natürlich der Einsatz dieser Modelle im tatsächlichen klinischen Alltag, wie wir es jetzt in unserem Notaufnahmesetting getestet haben, eigentlich obsolet. Am Ende vom Tag ist der Arzt immer verantwortlich für die Versorgung von seinem Patienten. KI ist nur noch ein weiteres Tool, um die bestmögliche Versorgung für den Patienten zu erzielen. Gefühlt fehlt dieser reflektierte Umgang einfach mit dieser neuen Technologie, ohne jetzt eben große Angst oder totale Befürwortung, sich einfach mal reflektiert anzuschauen, was können sie wirklich und wie können wir sie vor allem auch wirklich einsetzen, um am Ende den Patienten helfen zu können, damit die davon auch profitieren, dass es diese Technologie inzwischen gibt.
Wir stellen unsere Daten und unser Evaluierungsframework zur freien Verfügung, sodass alle weitere KI-Forscher jetzt in den kommenden Jahren immer wieder selber evaluieren können und sicherstellen können, dass die nächste Generation an KI-Modelle wirklich auf solche klinisch realistische Aufgaben den Performance erzielen, die wir brauchen, und die Sicherheit und die Konsistenz erzielen, die wir brauchen. Die Zusammenarbeit zwischen Informatik und KI-Kenntnisse auf der anderen Seite und die medizinische, wirklich klinischen Alltag auf der anderen Seite. Genau, dadurch waren wir jetzt auch die Ersten, die in unserem Projekt es geschafft haben, eigentlich diese Large Language Modelle in einem klinisch realistischen Szenario zu testen und wirklich zu simulieren, wie würden sie sich in der Patientenversorgung schlagen, wo sind da die Vorteile, wo sind noch die Hürden aktuell, und das war nur durch diese wirklich enge interdisziplinäre Zusammenarbeit möglich.